Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Den Bushcraft Beaver, den habe ich letztes Jahr vorgestellt, ist ein absoluter Renner geworden. Großartiges Messer, standardmäßig mit Keidegscheide, gibt es aber auch mit Lederscheide. Und ist alles super, ist alles wunderbar, sehr schön, so wie wir das kennen. Aber ich war beim Dirk vom Midgard Messer am schönen Bodensee und wir haben philosophiert über TPU, da habe ich auch ein eigenes Video gemacht, oben bei mir klicken, zu TPU-Scheiden und ich bin von dem Konzept mittlerweile hundertprozentig überzeugt. Es hat seine Vor- und Nachteile, das beschreibe ich alles im oberen Video, aber es hat einfach was, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die Keidegscheide, die gut funktioniert, also ich mag Keidegscheiden, wenn ich mir die jetzt anschaue, dann hast du hier oben Montageleisten und es ist einfach Platz, es ist einfach Platz und es soll ja auch Situationen geben, wo ich sage, ich will diesen Platz nicht, sondern ich möchte einfach nur eine Scheide haben, die ganz schlank ist, so schlank wie nur irgendwie möglich. Und da hat der Dirk dieses Teil hier gemacht. Und zwar, wenn du da jetzt schaust, ich hoffe, das kann man gut sehen, mit dem Reini Rossmann Logo, ja, wunderbar. Und hier unten dem Midgard Logo. Und übrigens, natürlich alles billige Eigenwerbung, wobei nicht ganz, denn wenn du so ein Teil haben willst, ich stelle dir das jetzt alles vor, gebe da unten den Link, kauf das direkt beim Dirk, der stellt das selbst her bei ihm in Deutschland und kauft das bei ihm am besten. Es macht keinen Sinn, wenn das über mich läuft, daher alles cool. Also, es gibt eine Scheide mit integrierter Gürtelschlaufe, ganz schlank, ganz schlank, TPU, Kunststoff, super Sache. Taugt mir total, in unterschiedlichen Farben, also schwarz, Standard. Ich habe es mir unbedingt auch in Orange eingebildet. Warum eingebildet? Weil es immer wieder mal vorkommen kann, dass du ein Messer verlierst. Wenn du aber so das beim Waldarbeiten hast, also jetzt nicht eine Militärperson bist, die sich verstecken will und so auf Serie und so irgendwie, sondern halt einfach draußen bist, dann ist es cool, wenn du auch was Oranges hast. Und was ich total genial finde, ist, das Teil gibt es auch in Glow in the Dark. Glow in the Dark. Ich sag dir eines, Glow in the Dark ist großartig. Es leuchtet wie Sau. Und es ist schön. Also mir taugt das total. Muss dir natürlich auch gefallen, ist ganz klar. Er hat das in unterschiedlichen Farben. Da jetzt zum Beispiel in dem Neongrün. Egal. Das Messer passt wunderbar hinein. Schau, es passt wunderbar hinein. Es sitzt natürlich relativ stramm, aber dadurch fällt es auch nicht raus. Also das ist einfach ein anderes Gefühl. Es ist ein absolut anderes Gefühl, ja, von Scheide. Das ist jetzt sozusagen die Gürtelscheide. Dann, auch ganz cool, auch in unterschiedlichen Farben, Glow in the Dark. Ich glaube, das da ist das Glow in the Dark. Das ist wirklich super. Das kannst du dir mittels, da ist jetzt, das ist jetzt keine schmale Sache mehr, sondern es ist auch breiter, ist wie die Kydex. Da sind Löcher angebracht, damit du das zum Beispiel am Rucksack knallen kannst. Wir hatten eine Anfrage von einem Kunden, der gesagt hat, du, ich finde die Scheide total super, das mit dem Dengler, das taugt mir total, aber ich möchte es zum Beispiel am Rucksack auch platziert haben. Und das ist da die perfekte Lösung meiner Meinung nach dafür. Wie gesagt, unten der Link, direkt beim Dirk kaufen, da bist du in guten Händen, weil der macht die, der produziert die selbst. Schau, sonst müsste er jetzt die produzieren, mir schicken und ich schicke sie dann dir, daher holst du sie direkt beim Dirk und schau rein, sind ja auch andere Midgard-Messer auch zu finden. Vielleicht ist da was dabei für dich. So, Glow in the Dark. Und die Scheide, die kostet ein bisschen mehr, aber die kann auch ein bisschen mehr. Und zwar, er nennt das die EDC-Scheide. Du hast hier einen Schleifstein mit eingebaut, einen sehr hohen. Komme dann gleich dazu. Da ein Licht aufpassen. Ich schalte jetzt Licht ein. Ja, blinki blink, ja. Ja, das ist übrigens großartig. Ich habe das schon einsetzen können. Beim Survival Extreme Training habe ich die Lampe mitgehabt. Als, ja, ich weiß, dass wir beim Survival Extreme Training nur mit dem Messer draußen sind, aber man braucht ein Backup ganz einfach. Beim Training geht die Sicherheit immer vor. Auf jeden Fall mit dem Ausleuchten im Wald den Weg absolut ausreichend. Und dann hier einen Feuerstahl mit dabei. Ja, der ist hier auch angebracht. Da habe ich schon ein bisschen herumgespielt. Der ist mit einem Gummi da jetzt fixiert. Den habe ich jetzt runtergenommen, ist egal. Auf jeden Fall wird der Gummi hier, das fixiert das, das funktioniert auch hundertprozentig, damit der Feuerstahl drinnen sitzt. Und jetzt der Punkt. Und zwar, er hat den Schleifwinkel genauso ausgemessen. Ich weiß das nicht mehr auswendig. Schau es dir an. Auf jeden Fall, wenn du jetzt hier auflegst auf den Tisch und jetzt dann sozusagen das Messer abziehst, hast du genau den richtigen Schleifwinkel. Das ist hier mit eingestellt. Diese EDC-Scheide ist nicht ganz billig. Schau dir das an beim Dirk. Ich verdiene nichts dran. Daher,
Es ist einfach so. Und das haben wir auch aus dem Grund gemacht, damit das ganz einfach... Weil wenn er jetzt mir das schickt, ich das dann einlagere, dann brauchen wir eigene Artikelnummer. Meine Mitarbeiter müssen das einlagern, dann kommt das wieder raus, wieder versandt, bla bla bla. Wird für dich einfach nur teurer, obwohl es dasselbe Produkt ist. Macht einfach keinen Sinn. Aber die kostet halt grundsätzlich ein bisschen mehr, weil die ganzen Teile halt auch eingebaut werden müssen. Die Scheide finde ich persönlich so als... Ich gehe jetzt raus und möchte alles mit dabei haben, was irgendwie so wichtig ist, so als eigentlich Survival-Scheide, großartig, ja, weil du kannst das Messer immer wieder nachschärfen, du hast ein bisschen Licht dabei und du kannst Feuer machen. Ich finde das super. Übrigens gibt es das auch in Glow in the Dark, habe ich aber nicht. Ich habe es mir in schwarz bestellt. Yeah. Ich möchte einen letzten Satz noch sagen und dann bin ich fertig, verspreche es. Ich sehe für TPU-Scheiden einen ganz großen Vorteil. Natürlich, ein Einsatzgebiet, es gibt doch immer das klassische Einsatzgebiet für die Kydex, ja, schnell rein, schnell raus, alles gut. Aber das Material TPU hat meiner Meinung nach riesiges Potenzial und auch eine große Zukunft. Da sind wir momentan noch nicht so weit. Wir sind momentan von der 3D-Drucktechnologie noch nicht so weit, dass man das in großen Mengen ausrollen könnte. Das ist jetzt noch unter Anführungszeichen Handarbeit. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sich das ändern wird und dass TPU einen fixen Bestandteil in der Messerbranche für die Scheiden bekommen wird. Auf kurz oder lang. Wenn du jetzt schon dabei sein willst, gebe ich da unten den Link. Ich habe es jetzt schon 100 Mal gesagt, oder? Nein. Also bitte nicht in meinem Shop schauen und nicht traurig sein, wenn du den Beaver kaufst bei mir und die Scheide kriegst du nicht. Die kauf bitte direkt beim Dirk. Das ist am gescheitersten. Kosten nutzen für alle am besten. Das war's jetzt. Ich kann gleich eines sagen. Die hier, die gehört mir. Dirk, wenn du das Video siehst, die schicke ich dir sicher nicht mehr zurück, die gehört mir. Und ich werde mir die hier checken und die eine hier in Glow in the Dark, weil das taugt mir auch total, ist absolut großartig. Das war's jetzt. Was findest du? Wie siehst du TPU-Scheiden? Hast du da Erfahrung damit? Willst du das mal ausprobieren? Wie siehst du das? Schreib mal einen Kommentar. Danke. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Abo da lassen. Da geht's zu deiner reinen Rossmann-Messe, zu mir in den Shop, weil die gibt's natürlich nur bei mir, die gibt's nicht bei Midgard. Und wenn du irgendeine coole Scheide kaufen willst, direkt den Link bei Midgard. Deiner reinen Rossmann, bis bald und ciao, ciao.